Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Vigil The Longest Night. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir haben in May, oder ja, jetzt im Hauptspiel, das Tal gefunden, wo wir im Prolog die Höhle mit der Brutmutter, sprich Bruna, entdeckt haben. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht nehmen lassen, die Höhle jetzt nochmal zu erforschen. Ich hoffe, die ist von der Größe jetzt nicht größer geworden. Und hoffe auch, dass wir dort nochmal Percivals vergessene Ausrüstung finden, die wir ja immer im Ladebildschirm gezeigt bekommen. Und hoffe, dass diese etwas stärker ist als unsere aktuelle, denn dann können wir uns ja ordentlich aufwerten. Und das würde ich gerne tun, bevor wir zum Doktor gehen und unsere Sachen mitteilen, die wir im überfluteten Gebiet erfahren haben, und bevor wir uns zur Mine aufmachen, um die Minenarbeiter zu retten. Ich hoffe, das ist keine Schnapsidee, nicht, dass dieses Gebiet für uns noch zu gefährlich ist, aber ich werde es ganz einfach versuchen. Es reizt mich schon, liebe Leute. Und ich sage euch auch, warum. Die Sachen, die wir im Prolog, also einmal natürlich wegen Percivals vergessener Rüstung, aber die Sachen, die wir im Prolog erledigt haben, haben Auswirkungen auf den Spielverlauf hier im Hauptspiel. Und ja, wir haben das Blut des Heiligwaldes nicht dem Süchtigen gegeben, sondern diesen komischen Kultisten, Heiden, was auch immer hier an der Brücke war. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt hier auch Auswirkungen hat. Und dem möchte ich einfach auf den Grund gehen. So, das fällt Dash ein, das weiß ich. Der Weg da unten ist brüchig. Trotzdem lasse ich mich hier runterfallen, gegen ein paar Fledermäuse zu kämpfen. Hier haben wir, glaube ich, auch im Prolog Heiltränke gefunden. Hier steht auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Mit einem gewöhnlichen Ring. Ja, jetzt werdet ihr aber langsam wieder langweilig hier. Immer diese gewöhnlichen Ringe. Ich schaue mal, ob wir den auch schon haben. Ich gehe aber mal davon aus, dass... Das ist nämlich der hier, glaube ich, ne? Verteidigung 2, Ausdauer plus 6. Ja. Hier sollten wir nicht runterfallen. Wir haben hier noch eine Eulenstatue, die Eulenstatue am Geheimpfad. Oh, was war das? Was war das, Leute? Was war das? Ah. Nicht runterfallen. Ich will nur mal ein Auge hier ins Nichts werfen. Da scheint tatsächlich nichts zu sein da oben. Ja, hier kommen wir. Oh. Das ist neu. Das ist neu. Das ist definitiv neu. Wir finden den Hexerhut. Schauen wir uns den mal an. Wir haben aktuell Verteidigung 2, Haltung 18 und Gesundheit plus 42. Verteidigung 2, Haltung 12, Mana plus 40. Ein seltsamer spitzer Hut, den nur ein altmodischer Hexer tragen würde, pulsiert vor magischer Energie. Oh Gott, das Gebiet ist ja um... Wo kommen wir denn jetzt hier schon wieder hin? Also hier scheint es viele neue Gebiete zu geben. Wolltest du uns anrempeln?
Moment, Leute. Ich muss noch mal kurz ein Auge auf was werfen. Und einfach nur mal schauen, wohin uns das Gebiet dort links führt. Aber ich mache dann hier weiter, versprochen. In den Trauerwald. Uah! Womit hat er uns hier gerade... Okay, das ist eine Verbindung zum Trauerwald hier. Okay, gut. Dazu später mehr. Wir wollen jetzt aber weiter den Geheimpfad erkunden. Hey, willst du mich nicht anrempeln? Hallo. Oh, schnell weg, bevor er wieder mit seinen Stacheln kommt. Blutiger Eisennagel. Okay. Wupp, wupp, wupp. Man hier runterfallen können? Kann man es hier irgendwo nach unten fallen lassen? Nein. Aber von hier, ne? Hier kommen wir durch. Finden noch mal einen dreieckigen Schimmerstein. Bücher liegen hier rum. Und glühende Asche. Okay. Dann wollen wir jetzt hier die Tür einbringen. Nein! Nein, wir kommen hier gar nicht rein. Wir kommen hier gar nicht rein. Wieso nicht? Und ich hatte gedacht, wir könnten jetzt hier schön die Höhle erkunden. Das wäre so gut gewesen. Aber... wir haben hier eine Eulenstatue. Ich werde mal ganz kurz hier speichern, dass wenn wir jetzt hier sterben, wir können den Sturz ja noch durch einen Doppelsprung aufhalten. Und irgendwas ist da unten ja. Uah! Was ist das? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich glaube, ich bin zu neugierig. Ich glaube, ich bin zu neugierig. Was zur Hölle ist das? Wow, ach du Heiliger. Was haben wir hier hinten? Percivals vergessene Rüstung auf jeden Fall. Sie ist hier also zu finden. Aber was ist das für ein Vieh? Ich kann mir vorstellen, dass das da ist, weil wir... weil wir den komischen Kultisten das Blut gegeben haben, oder? Okay, hier hinterlassen wir einfach nur eine Blutspur. Da ist noch was. Das könnte aber auch vom Dorf erreichbar sein oder von hier. Aber ich werde jetzt die Höhle erkunden. Ich werde jetzt die Höhle erkunden, sofern wir das an der Stelle hier überhaupt können. Nicht, dass wir jetzt hier vor verschlossenen Türen oder sowas stehen. Oh Mann. Geheime Höhle. Hunde sind am Start. Diese komischen Viecher wieder. Das
sind auch nochmal aufgestiegen. Wow! Wow, was ist denn hier los? Stachelparty! Weg mit euch! Blutsplitter und natürlich ganz viele von den Eisennägeln. Und wir sind auch nochmal aufgestiegen. Unterbreche den Meteorstrom durch eine Rolle. Ich beleg's einfach. Wie gesagt, mal ein bisschen die Zwillingsklingeln klingeln. Dingeling. Zwillingsklingen steigern. Ach, euch kenne ich doch. Hier liegt nichts. Echt nicht? Nein. Die Höhle ist dunkler geworden, habe ich das Gefühl. So, wir haben ja eben Percivals vergessene Rüstung. Also, unsere bringt 5, 40, 20 plus 20%, 49, 40 plus 25, Moment, Gesundheit plus 20, hier plus 25, Verteidigung 5, Verteidigung 9, Haltung 40, Haltung 40, hinterlassen Objekte 20%, 40%, ja, wir tragen die, ah, die ist ein bisschen, naja, ein bisschen freizügiger, die vergessene Rüstung. Jetzt können wir den Leuten die kalte Schulter zeigen. Aha. Okay. Ah, was haben wir hier? Nochmal eine Truhe mit der Seuchendoktormaske. Die schauen wir uns auch mal an. Verteidigung 2, Haltung 23, Giftproduzent, Resistenz 2 und 3, 3 und 4 mit Flugresistenz. Dann bleibe ich bei der Maske. Uah. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir so früh tatsächlich schon in die Höhle sollen. Aber man kann's. Ich hoffe nur, das führt nicht dazu, dass wir uns hier irgendwas verbauen. So wie es bei The Last Case of Benedict Fox der Fall war. Percivals vergessene Handschuhe. Da kommt schon das nächste vom vergessenen Set. Schauen wir. Die werden 100 Pro auch besser sein. Aktuell haben wir 3 Verteidigung. Die haben auch 3 Verteidigung. Haltung 25, Haltung 25. Werfen plus 10. Hier werfen nur plus 5. Gesundheit plus 10, dafür hier plus 15. Hinterlassene Objekte werden nochmal um 20% erhöht. Und der Text ist auch identisch, aber wir ziehen dann doch die vergessene Variante vor. Also, schauen wir uns mal weiter in der Höhle hier um. Mit unseren Infusionsleuten. Hallo. Gibt es keine Aufzüge mehr? Ah, kommen schon wieder diese komischen Augen. Und da ist doch was. Da oben ist was. Da will ich ran. Ihr seht es auch, ne? Auf der Karte. Aber vielleicht kommen wir da von oben ran. Von der anderen Seite. Muss ich mal schauen. Was für komische Kreaturen. Komische und ekelhafte Kreaturen. Menschenfliege. Ugh. Ist es das, was wir hier haben? Jetzt sagt nicht, dass das ein... Doch, es ist eine Zimmerdekoration. Wer will sich denn solche ekelhaften Viecher ins Zimmer stellen? Ganz ehrlich. Das ist ja widerlich. So, und irgendwie... Aha.
Was ist das? Kommen hier die Menschen fliegen raus? Hey! Verarscht mich nicht! Da muss man doch drankommen. So. Und wir finden eine Riesenlaus. Kann auch als Zimmerdekoration verwendet werden. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Da will doch niemand mehr zu Besuch kommen. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall diesen Teil der geheimen Höhle erkundet. Ah. Hier haben wir Blutseele eines Küken und zwei Heiltränke. Aha. Aua, aua. So, die Tür ist noch offen. Hier brauchen wir keine Schlüssel mehr. Und da oben haben wir was? Eine Knochensäge. Was wollen wir mit einer Knochensäge? Gucken wir mal. Das sah gerade vom Aussehen aus wie Zwillingsdolche. Oder Zwillingsklingen. Ein grausiges, aber notwendiges chirurgisches Werkzeug. Wurde auch in schrecklichen Experimenten verwendet. 29 Angriff, 39 Haltungsschaden. Und Ausdauerkosten. Macht so ja eigentlich mehr Schaden, allerdings weniger, wenn wir von hinten angreifen. Erhöht aber wieder unsere Verteidigung. Nehmen wir doch mal die gute alte Knochensäge. Achso, das ist die neue Fähigkeit, die wir haben. Das kann durch Rolle unterbrochen werden. Okay. Gut. Aber wir wollen zurück zum Schwert. Aber wir haben nicht alles von Percival, Leute. Wir haben bis jetzt die Handschuhe. Vergessene Handschuhe, vergessene Rüstung. Wir bräuchten noch Percivals vergessene Stiefel. Und mich irritiert gerade, dass wenn wir das Licht der Erkundung zaubern, hier nichts mehr angezeigt wird. Die fehlen uns doch noch. Ach, Moment. Nächster Bereich. Ich habe nichts gesagt. Dann müssen wir hier mal schauen. Im Geheimpfad. Ja, schaut mal, hier haben wir noch einige Sachen zu finden. Und da haben wir schon wieder diese ekelhaften menschlichen Fliegen. Die müssen auch mit irgendeinem Scheiß bespucken. Das ist doch widerlich, Leute. Das gehört sich vor allem nicht. Infusionsmann! Und noch einer. Ah! Widerlich. Die sind echt widerlich. Heiltränke oder ein Heiltrank. Hier haben wir noch eine Truhe. Lass es die Schuhe sein. Es sind die Stiefel. Sehr schön. Hä? Dich habe ich doch schon besiegt. Das könnten natürlich drei von denen sein, ne? Obwohl, die drei Gesichter sind ja da drin. Der Gegner kommt also immer wieder. Das haben wir also verbockt, indem wir das Blut des Heiligwaldes den Leuten hier auf der Brücke gegeben haben. Ah, das ist ja fies. Hey! Wo ist er hin? Sterben die, wenn die so angerollt kommen? Ich wollte mir eigentlich die Schuhe jetzt mal anschauen. So, also die wir aktuell tragen, bringen 4 Verteidigung. Die auch. Haltung plus 35. Die auch. Gesundheit nur plus 10. Aber wir erhöhen nochmal die Wahrscheinlichkeit für fallengelassene Objekte.
Dann tragen wir jetzt die vergessene Variante. Okay. Ist doch nicht so viel stärker wie gedacht. Und wir laufen halt ein bisschen freizügiger rum. Also eher was fürs Auge. Aber da oben liegt noch was. Die Aufzüge sind über die Jahre kaputt gegangen. Hallo! Kaputte Infusionsflasche. Ein Blutsplitter. Ja, hier gibt es nichts weiter zu finden. Und so schwer war die Höhle jetzt nicht. Hat uns aber immerhin die vergessen. Sieht doch so aus, als ob man da rein könnte. Ist aber nur ein Trugschluss. Wo können wir die jetzt an dieser Seite öffnen? Ja, man kann sie nur von innen öffnen. Also der Weg, wie wir hier reingekommen sind, war schon der richtige. Das war schon der richtige. Wir mussten uns da in das rein, ja, in diesen Abgrund reinfallen lassen. Haben nun Percivals vergessene Klamotten. Ja, und Leute, jetzt, wie versprochen, werden wir mit dem Doktor reden. Jetzt werden wir mit dem Doktor reden und hören, was Sache ist, was wir hier als nächstes machen sollen. Leute, wir haben aber nicht Percivals vergessenes Schwert. Es gibt nur die vergessene Rüstung. Ich hatte gehofft, es gibt auch das Schwert in der vergessenen Variante. Schade. Sehr, sehr schade. Hätte ich gerne gehabt. Dann bringt der Besuch beim Schmied ja gar nichts. Außer, dass wir nochmal ein paar Sachen verkaufen können. Und schauen, ob wir uns vielleicht was von den goldenen Sachen leisten können. Aber jetzt haben wir gerade so schicke Kleidung an. So, was können wir verkaufen? Wir haben ja wieder doppelte Ringe. Wie zum Beispiel diesen gelben gewöhnlichen Ring. Den Smaragdring, den tragen wir. Den haben wir da. Der kann also auch weg. Den Schmetterlingsring sowie den Hasenring haben wir doppelt. Hoffentlich. Schmetterling und Hasenring, ja. Fluoridring. Hatten wir den nochmal? Ich glaube nicht. Aber den haben wir zweimal. So viel schon mal zu den doppelten Objekten. So, hiervon will ich nichts. Doch, die können wir verkaufen. Haben wir doppelt. So wie die schwarzen Stahlhandschuhe. Die haben wir auch sogar dreifach. Wir haben die Sachen doppelt und dreifach, wie man so schön sagt. So, von den Waffen haben wir doch bestimmt auch wieder was doppelt. Ja, hier die Sägeklinge. Wir waren ja wieder auf dem Friedhof gegen den Skeletten zugange. Schädel-Recurve-Bogen haben wir auch zweimal, sehe ich gerade. So, Schmiede, das sowieso nicht. Verbrauchsobjekte. Können wir nochmal Molotow-Cocktails verkaufen. Nochmal Dynamit verkaufen. Ja, und jetzt ist die Frage, wegen solchen Sachen wie dem Schleimsporangium, will das irgendjemand? Wenn ja, dann müssen wir halt eben nochmal gegen eine Horde Schleimis kämpfen. Wir wissen ja, wo wir diese finden. Rückenwirbel nimmt der Hauptmann ja auch entgegen. Hier haben wir Fledermausflügel. Davon können wir noch eine Menge verkaufen. Hatten wir nicht sonst noch Sachen, die Leute so verlieren? Leder des toten Mannes. Ich weiß auch nicht, was damit ist. Da steht ja gar nichts drüber hier, oder? Saubere getrocknete Haut. Da steht nichts zum Verkauf. Also das wird definitiv. Aber die Spitzhacke ist verkäuflich. Die kann weg. Was haben wir denn hier? Holz. Ein gewöhnliches Stück Holz. Verkäuflich.
Ja, und die kaputten Infusionsflaschen natürlich. So. Aber ich glaube, es reicht nicht, um jetzt hier... Wir könnten den Helm uns leisten. Da könnten wir ja mal schauen. Aktuell haben wir Verteidigung. Moment, ich wechsle mal auf die Rüstung. Dass wir das auch sehen, was wir aktuell haben. Verteidigung 2, Haltung 18, Gesundheit plus 42. Hier haben wir Verteidigung 10, Haltung 15, Hinterlassungsgold plus 50, Gesundheit plus 5%. Okay, den Goldhelm werde ich mir jetzt auf jeden Fall holen. Oder haben wir noch was anderes? Nee, die Sachen sind schon teurer. Ah, es wird wahrscheinlich bescheuert aussehen, mit dem Goldhelm rumzurennen. Ich warte noch, bis wir uns mehr leisten können. Sonst sieht das nachher so doof aus. Oh, die Attacke hat echt... Boah. Ja, okay, das war jetzt aber von hinten. Aber die Attacke, die hat es in sich, Leute. Jetzt, wo ihr hier die Schadenswerte auch mal seht. Gut, reden wir mit dem Doktor. Ich wollte schon gerade fast Professor sagen, aber das ist ja jemand anderes. Wir können aber noch schnell unsere Deko abliefern. Uns anschauen, was wir uns jetzt hier für einen hässlichen Rotz ins Haus stellen. Aber natürlich. So, was hatten wir? Ah, schaut mal, da hängt jetzt die... Die menschliche Babyfliege, oder wie sich das nannte. Da haben wir jetzt die Larve. Haben wir nicht noch mehr gefunden? Hier fehlen auf jeden Fall noch zwei Sachen. Ich würde sagen, drei Sachen. Da passt auch noch an die Wand was. Vier. Ich habe jetzt leider nicht mitgezählt. Also in der Videobeschreibung steht, wie viele Deko-Gegenstände wir haben. Ich weiß jetzt nicht. Es sind auf jeden Fall über 30, die man hier sammeln kann. Also eine ganze Menge. Da werden uns wahrscheinlich noch einige fehlen. Ich bin gespannt, ob wir alle zusammenbekommen. So, was hatten wir noch? Da bin ich gerade im Falschen. Ich wollte noch mal in die Hinweise erkunde. Ja genau, da müssen wir eh dem Doktor Bescheid geben. Und laut Dorn sollen wir beim Buffinittensee nach der Seuche schauen. So, Bibliothekar, rettet Überlebenden, ist alles mit der Mine verbunden. Wo die Statue zu finden ist, haben wir auch keinerlei Hinweis. So, Mathilde sollen wir uns nochmal bei der Holzbrücke im Trauerwald treffen. Dann haben wir noch die Okarinen. So, dann sollen wir Janice noch den ewigen Blick bringen. Obdachlos mit Lou haben wir ja nochmal gesprochen und Goldrausch ist auch im Trauerwald. Ja, also reden wir mit dem Doktor und hören mal, was er uns nun zu berichten hat, wo er uns als nächstes haben will. Ich gehe aber davon aus, dass wir tatsächlich in die Mine müssen. Die Seuche ist eine Katastrophe. Ich habe die Brüder gebeten, das überflutete Gebiet auszukundschaften, aber sie sind noch nicht zurückgekommen. Ich war im überfluteten Gebiet, aber die Seuche scheint immer noch nicht nachgelassen zu haben. Ihr wart also schon da? Vielleicht. Habt ihr noch andere Ideen hinsichtlich der Quelle der Seuche? Ich habe Gerüchte über die Mine außerhalb der Stadt gehört. Einige glauben, dass Dreck aus dem Minenschacht über die Luft die Menschen vergiftet. Ein paar Fanatiker glauben sogar, dass die Minenarbeiter die große Gottheit verärgert haben. Ich werde mir die Mine ansehen. In einer Nacht vor langer Zeit erschien ein helles Licht. Bitte erleuchte mich, o strahlende Sonne. Notizen wurden aktualisiert. Konntet ihr irgendwas Neues herausfinden? Ich war noch gar nicht unterwegs, mein Freund. Nicht so ungeduldig. Ja, erkunde die Mine. Das ist nun unsere nächste Aufgabe. Können ja hier nochmal mit den Leuten sprechen. Habt ihr in letzter Zeit jemand Verdächtiges gesehen? Nein, aber es gibt momentan weniger Obdachlose auf der Straße. Anscheinend möchte jemand die Ermittlungen des Doktors behindern. Seid vorsichtig. Ich kann mir auch denken, wer das ist. Er schläft? Am Bett rütteln. Ja, komm, wir rütteln am Bett. Nein, so zerbrechlich.
glaube, wenn man das oft genug macht, gibt es dafür auch einen Erfolg. Den habe ich aber schon gesammelt. Daisy macht das ja auch. Wie oft müssen wir das machen? 4, 5 Mal? 5 Mal bestimmt, hä? Wollt ihr das? Findet ihr es etwa lustig? Was, wenn meine Knochen zersplittern? Ihr... Ich gehe lieber nach Hause. Dort bin ich wenigstens sicher. Ja, und jetzt ist das Bett für richtige Patienten frei. Sei vorsichtig. Außerhalb der Stadt ist es gefährlich. Was sagt Isabella? Glaubst du an Wiedergeburt? Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Okay. Hier gibt's nichts Neues. Hauerring, Hauerring. Das ist der Ring, den ich haben will. Lebensraub plus 5%. Ich habe dem Doktor wieso rede ich jetzt wie ein Mann? Ich habe dem Doktor geglaubt, aber es hat sich noch immer nichts verändert. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass Dorn recht hat. Ich vertraue ja einfach nicht. Also bleibt ja nur noch das überflutete Gebiet, wie der Doktor sagt. Der Kranke liegt ja gar nicht mehr. Oder lag der hier? So viel zum Thema weniger Obdachlose. Ja, Leute, also, die geheime Höhle haben wir erkundet. Beim Geheimpfad. Ach, Leute, ich wollte doch gar nicht von hier zurück. Ich wollte doch bei A8 gucken, ob wir die Verbindung zum Dorf finden. Das mache ich auch jetzt mal direkt. Wenn man sich Sachen vornimmt und sie direkt wieder vergisst. Nee. Ja, man hat hier so viel auf der Agenda, finde ich. Uiuiuiuiuiuiui. Guck mir nicht auf die Beine, Ferkel. So, ins Tal will ich reisen. So, und hier gibt es nämlich hier unten auch noch Sachen zu sammeln. Aua. Hier steht noch eine Kiste zum Beispiel mit einem gewöhnlichen Ring. Was habe ich auch gehofft, hier zu finden? So mitten und offen in der Wildnis. Ja, die Leiter wird uns einfach darunter führen. Willst du die auch runterklettern, oder? Ah. Wir haben jetzt hier tatsächlich etwas, das wir immer hochkommen, nämlich diese lustige Kiste. Dass man jetzt auch von hier hochklettern kann. Ja, das wurde auch Zeit. Leute, das wurde Zeit. Okay, so viel zu dieser Verbindung. Das heißt, wir sollten jetzt bei C2, dem Minenarbeiterpfad, weitergehen. Richtung Mine. Ja. Es wird heute ein kürzeres Video. Das, was ich vorhatte, habe ich ja jetzt schon geschafft. Und wenn wir jetzt zum Minenarbeiterpfad reisen, gehen wir den nächsten Schritt an, der Mine nach der Seuche zu schauen. Und ich glaube, das würde ich gerne in der nächsten Episode dann komplett zeigen. Wir haben auf jeden Fall eine halbe Stunde zusammen. Das ist ja immer mein Minimum, das ich auf jeden Fall erreichen möchte. Gut, das heißt, wir gehen wieder zurück. Teleportieren dann zum Minenarbeiterpfad, speichern dort an dieser Stelle und dann wisst ihr, was euch in der nächsten Episode erwartet, nämlich die Mine. Und dann schauen wir mal, wen wir alles aus der Mine retten können. Wo haben wir es? Eingang zur unteren Mine, Minenarbeiterpfad.
Ich guck gerade mal, ob uns bei B was fehlt. Wir haben B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. A geht hier allerdings bis 9. Wir haben allerdings auch noch nicht die Kanalisation unter May öffnen können. Das heißt, wir können tatsächlich auch noch bis ja, B8 und B9 dazukommen. Wir begeben uns jetzt aber auf den Arbeiterpfad. Minenarbeiterpfad. Und müssen dann ja entweder weiter hoch, weiter nach rechts. Bevor ich beende, werde ich nochmal links die... Naja, hier war ja... Stimmt, hier hüpfen wir ja an den Baumkronen so lustig umher. Das könnte ganz schön gefährlich werden, wenn wir hier runterklatschen. Aber ich würde gerne links da dieses Graue untersuchen. Da oben ist sogar noch eine Truhe. Er hat noch was fallen lassen. Ein Mottenumhang. So, schauen wir uns doch mal den Mottenumhang an. Wo haben wir denn jetzt den Mottenumhang? Da! Verteidigung plus 4. Haltung plus 10. Gesundheit plus 10. Flugresistenz und Eisresistenz. Er sieht zwar seltsam aus, aber dieser pelzige Umhang ist wasserdicht und lässt keine Körperwärme entweichen. Sehr praktisch auf Reisen durch die Wildnis. Ich zieh den mal an. Der sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Ravens Hellebarde finden wir hier oben. Ey, fällst du das für realistisch, hier oben rumzu? Du hast ihn nicht verloren. So, Ravens Hellebarde, was haben wir da? Raben lauern in der Dunkelheit und töten ihre Opfer in Sekundenschnelle. Angriff plus 73, Haltungsschaden plus 119, Angriff plus 25. Auch nicht schlecht, vor allen Dingen auch noch mit gesenkten Ausdauerkosten. Allerdings gehört die Hellebarde ja schon so überhaupt nicht zu meinem Loadout. Boah, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich den Sprung darüber nicht schaffe. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das von hier eher schaffen, oder? Wow. Das war ganz schön tricky. Dass wir das überlebt haben, war mehr Glück als Verstand, oder? Nein, auch mit dem Sprint nicht. Wie kommen wir denn da rüber? Von der Stelle? Nein, das ist ja auch nicht hoch genug. So, jawohl. Einfach mal den Sprung mit ein paar Schwerthieben in die Länge ziehen. Sinkier. Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall neue Zwillings. Angriff plus 22, Haltung plus 29. Zerlassenes Geld plus 75%. Diese dreieckige Klinge stammt aus einer einst großen Zivilisation. Der Legende nach kann sie einen Strom aus flüssigem Gold und Diamanten erzeugen, wenn sie in den Boden gerammt wird. Schöne Legende. Okay, dann haben wir... Ah, muss mal wieder den Zauber wechseln auf... Was ist es denn hier? Licht der Erkundung. Haben wir hier schon gut zusammengesammelt, was? Ich weiß gar nicht, ob wir hier oben überhaupt so in den Baumwipfeln uns fortbewegen sollen. Das kommt mir irgendwie falsch vor. Und halt auch tödlich, ne? Also, wenn man hier jetzt einfach mal runterfällt und nicht und ins Ungewisse fällt, kann der Sturzschaden natürlich schon für das Ableben sorgen. Komm her, Motte.
Aber der Boden dürfte nicht mehr so weit weg sein, aber es war trotzdem gerade riskant, was ich hier gewagt habe. Oh, schon wieder dieser komische Bär. Ich wollte eigentlich den Block um dich mal... Genau, ich wollte dich betäuben. Damit wir die Hinrichtung an dir vollführen können. Okay, ich habe so langsam das Gefühl, dass jedes Gebiet so gewisse starke Gegner hat, die Schimmersteine bringen. Hier die Bären, im überfluteten Gebiet waren es diese Leuchtfische, diese großen. Aber ich wollte gerade sagen, wir müssen ja noch nach diesem komischen Goldschleim gucken, aber das ist das falsche Gebiet. Das ist das falsche Gebiet. Wir sind ja hier auf dem Minenarbeiterpfad. Hallo? Hättest du wohl gerne. Ach man, ich vergesse andauernd, dass wir ja auch diesen Diebeszauber haben, den Gegnern Geld oder Gegenstände aus der Tasche zu ziehen. Das wäre bei ihm natürlich auch sehr, sehr effizient. Schimmersteine, vielleicht andere nützliche Gegenstände. Hier haben wir wieder Schleimsporen hier um. Wir steigen auch gleich wieder auf. Okay. Jetzt haben wir hier ein besonderes Symbol. Moment. In der Kanalisation hatten wir doch diese komische Hand. Ah, die war, wurde einfach nur als Hand angezeigt, oder? Hatten wir das nicht auch hier irgendwo da? Ich könnte mir vorstellen, dass das Zauber sind, die wir brauchen, um hier weiterzukommen. Oder? Sagt dazu auch nichts. Vielleicht lernen wir ja in der Mine was. Wir müssen tatsächlich über die, über das Geäst da oben weiter, sehe ich gerade. Hier unten kommen wir so gar nicht voran. Also ab über das Geäst. Diese flauschigen Gegner kämpfen und gegen Motten. Hallo Motten. Tschüss, Motte. Nochmal schauen, ob hier irgendwie Gegenstände in den höheren Bereichen zu finden sind. Anscheinend nicht. Aha, da ich einen Sprung verpasst. So, jetzt. Wow. Da haben wir den Levelaufstieg. Können wir nochmal... Schauen, was wir jetzt hier haben. Kometenschlag. Greife Gegner mit einem kritischen Angriff an, wenn sie angreifen. Bei erfolgreicher Anwendung mehrmals hintereinander angewendet werden. Anwendung. Spezialaktion, wenn ein Gegner angreift. Drücke noch einmal in die Richtungstaste, wenn der Kreis sich in der Mitte befindet. Das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Das scheint hier so eine Timing- und Geschicklichkeitsfrage zu sein. Ah, ich glaube, da hätten wir es machen müssen. Wow, okay. Ist mir gerade noch ein bisschen zu tricky. Und kostet uns auch ziemlich viel Lebensenergie, wenn es nicht hinhaut. Dann lieber so, ne? Damit sind die auch schnell erledigt. Und ein Wolf. Begrüßt uns. Oh, da oben geht's ja auch noch in den Baumkronen weiter. Moment. Da oben ist auch noch was. Das sollten wir also machen. Gott, aber den Sprung schaffen wir doch im Leben nicht. Nee. Ich glaube, selbst mit dem Ansturm nicht. Müssen wir gucken, ob wir von hier rechts irgendwie hochkommen. Ja, da rechts sehe ich doch schon eine Möglichkeit.
Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, der hängt ein Ast. So, hier wird es wohl in die Mine gehen. Ach du Heiliger, es kann natürlich auch sein, dass wir die Mine vielleicht weiter oben nochmal verlassen können. Oder dass sie auf diesen Aster irgendwie kommen. Wo dieses Vieh... Nee, das schaffen wir halt einfach nicht. Weg mit dir. Nein, dann verlassen wir jetzt hier dieses Gebiet. Hier müsste es jetzt in die Mine gehen. Sollte es zumindest. Und dann hoffe ich, dass wir hier... Kalksteinweg, dass wir hier nochmal eine Eulenstatue finden. Eigentlich wollte ich ja soweit gar nicht machen, aber die Neugier hat mich halt wieder vorangetrieben. Hier steht auf jeden Fall noch eine Truhe. Jetzt ist da nach unten was gefallen von der Fledermaus. Eine Ballmaske. Sind wir zum Maskenball eingeladen oder was? Also, unsere aktuelle Verteidigung 3, Haltung 4, 20% Flugresistenz. Verteidigung 1, Haltung 8, Verkürzung negativer. Nein, wir bleiben bei unserer Maske. Wird von den Adeligen und Kirchenmitgliedern getragen, doch all ihre Pracht führt am Ende zum Desaster. Ich nehme mal lieber eine... Heiltrank, wenn ich das so sehe, wie es sonst gerade geht. Und hier liegt ja auch neuer. Als hätte ich es geahnt. Oh, das ist mir doch schon wieder zu link ins Ungewisse zu springen. Oh, was für ein Glück. Was für ein Glück, dass ich das Auge geworfen habe. Das ging ja richtig tief. Hier geht's. Schon wieder den, der uns hier mit Alkohol oder dergleichen bespuckt. Ich wechsle nochmal auf das Licht der Erkundung. Schleimkugel. War ja auch merkwürdigerweise ein Ausrüstungsgegenstand. Da oben. Schon wieder Fledermäuse an der Decke. Und hier haben wir noch eine Truhe mit einem gewöhnlichen Ring. Meine Güte, die gewöhnlichen Ringe gehen mir langsam echt auf die Nerven. Da ging's runter, da ging's runter. Das übersieht man. Mir gefällt aber nicht, wo ich mich hier gerade... Das dachte ich mir. Aber ich habe mit was Schlimmerem gerechnet heute. Und wir finden hier einen Fluchstein. Wie kommen wir denn hier in die Mine? Minenarbeiterfahrt? Das müsste ja hier vom Kalksteinweg eigentlich in die Mine irgendwo gehen. Das Wetter wird auf jeden Fall schlechter, Leute. Ne, ich weiß genau, was du vorhast. Stellt ihr auch noch Fallen auf. Ja, habe ich mir gedacht, dass der Holzfäller derjenige war, der das Holz dabei hat. Die gibt ja auch durchaus Sinn. Ja, und wir bewegen uns jetzt weiter nach unten. Okay. Ach du Heiliger. Was ist das denn? Also wer sich hier runterfallen lässt, stürzt aber auch in den sicheren Tod, oder? Wie sehe ich das?
Was ist das für eine Karte, Leute? Was seid ihr denn jetzt für Kreaturen? Oh, Leute, ist das wahr? Hier unter der Brücke. Tatsache. Ja, wir können uns doch hier gar nicht... Hier wahrscheinlich, ne? Nee, wir können uns hier nicht runterfallen lassen. Ja, hier ist ja auch ein schwarzer Balken, der das voneinander trennt. Oh, das wird aber übel, da rechts dran zu kommen. Es wird Zeit für eine Eulenstatue, Leute. Ich will speichern. Voller Gold. Und ich höre doch irgendwo eine Fledermaus mit dem Flügel schlagen. Und ich muss mal ein Auge darunter werfen. Ah, da kommen wir runter. Okay. Und da. Und hier rechts war auch noch was. Ah, ich gehe mal hier lang. Sehr verwirrendes Gebiet gerade. Hier liegt auf jeden Fall noch Heiltränke. Und noch ein paar Schleimies. Okay, und mehr gibt es hier hinten auch gar nicht. Dann hoffe ich mal, dass wir hier weiterkommen. Na? Runter die Leiter, runter. Oh Gott, geht die weit. Ja, also hier runterzufallen ist tödlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben C6 entdeckt. Fehlt uns nicht schon wieder C5? C4? Mit C4 sprengt man noch was. Minengelände, überflutetes Gebiet. So. Uns fehlen sogar C3, C4 und C5. Okay, aber wir haben zumindest eine Eulenstatue erreicht. Und wir sind dabei, den Zugang zur Mine zu suchen, der wohl da oben irgendwo liegen wird. Ich kann mir gut vorstellen, C1, C2... haben wir hier, dass vielleicht 3, 4 und 5 in der tatsächlichen Mine sind. Haben wir den Eingang, der Eingang zur Mine, der ist ja verschüttet. Wir müssen jetzt einen anderen Eingang finden. Der müsste ja hier beim Kalksteinweg irgendwie sein. Und dass wir dann hier so zur Mine da wieder langkommen. Ich sehe gerade was. Nur mal ganz kurz testen. Das wird der Ausgang der Mine sein. Würde ich mal behaupten, den wir von der Innenseite öffnen können. Ja, okay. Nächste Episode schauen wir uns dann die Mine an und schauen, wen wir dort alles retten können. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Vigil The Longest Night wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.